Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen WoW God Guide. Mein Name ist Zeltas oder einfach nur Mark. Und heute habe ich einen Tipp fürs Goldmaking für euch, der so einfach ist, aber so effektiv ist, dass ich mir durch dieses Video hier wahrscheinlich gerade selbst den Markt versaue. Und zwar geht es in diesem Video um die Trommeln der Wut. Ein älteres Item aus Warlords of Draenor, vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt, das von Lederern hergestellt werden kann und einem ein HT- bzw. Blattlastartigen Tempo-Buff gibt, der für den meisten Solo-Content geeignet ist, für M+, und vor allem noch für den Magierturm essentiell ist und daher wirklich immer noch aktuell ist. Was ihr dafür braucht? Ein Lederer auf mindestens Level 90. Skill-Level ist dabei eigentlich komplett egal. Ihr braucht Zugang zu Ashran, also fragt zur Not einfach einen Mage nach einem Portal. Und das ist eigentlich schon fast das Wichtigste, wirklich nur ein minimales Startkapital. Das ist wirklich dann optimal für Anfänger im Goldmaking. Was müsst ihr machen? Ihr sucht in eurer Hauptstadt in Ashran den Händler für Lederverarbeitungsmuster auf. Garm Hainläufer für die Horde und Leara Mondseide für die Allianz. Dort kauft ihr die Schriftrolle Draenor Lederverarbeiten für 100 Gold und dann erlernt ihr diese. Jetzt habt ihr das benötigte Rezept, um das Lederverarbeitungsgeheimnis von Draenor herzustellen. Dafür benötigt ihr allerdings 5 rohes Tierleder. Habt ihr dieses jetzt hergestellt, so könnt ihr nun beim gleichen Händler das Muster für die Trommeln der Wut kaufen und auch direkt erlernen. Um mit den Trommeln der Wut jetzt allerdings wirklich effektiv Gold zu machen, muss Folgendes beachtet werden. Für eine Trommel der Wut benötigt ihr wieder 5 rohes Tierleder. Wollt ihr zum Verarbeiten nicht farmen, sondern das Leder kaufen, so muss der Preis von 5 rohes Tierleder unter dem Preis von einer Trommel der Wut liegen. Dazu guckt ihr entweder in eurem Auktionshaus nach oder ihr guckt, um auf Nummer sicher zu gehen, auf The Undermine Journal. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Für die Anfänger im Goldmaking unter euch ist es jetzt wichtig, dass ihr in das richtige Mindset kommt, was das Goldmachen angeht. Denn bei diesem Flippen, bzw. in dem Fall eher Weiterverarbeiten von Items, ist es wichtig, dass ihr versteht, dass es hier nicht um eine große Gewinnspanne pro Trommel geht, sondern ihr versucht über den Verkauf von vielen Trommeln mit einer recht niedrigen bzw. mittleren Gewinnspanne viel neues Gold zu generieren. So nebenbei, über das richtige Mindset bzw. die richtige Denkweise beim Goldmachen wollte ich sowieso noch ein Video machen. Das wäre allerdings eher nur für Anfänger beim Goldmaking geeignet. Haut deshalb gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Videoidee haltet. Würdet ihr also nun theoretisch Gewinn beim Aufkaufen von Leder und Herstellen von Trommeln der Wut machen, dann stellt ihr im Bestfall direkt eine große Menge davon her. Ich persönlich überflute meinen Markt fast schon mit den Trommeln, oft 20 bis 30 20er Stacks, gucke aber auch über den Tag oft ins Auktionshaus, um die Preise wieder anzupassen, weshalb sie dann auch super schnell verkauft werden. Ihr müsst daher hierbei wirklich aufpassen und im Bestfall euren Markt auf dem Server schon kennen, da Überfluten des Marktes auch super schnell nach hinten losgehen kann und ihr dadurch nur den Preis von den Trommeln weiter runterdrückt und die Herstellung im Endeffekt nicht mehr profitabel ist. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Guide. Recht kurz, aber das Item ist dafür echt gut, um Gold zu machen. Kann ich euch nur empfehlen, ich bin in diesem Markt jetzt schon bestimmt Monate und ist bis zu BFA ist da glaube ich erstmal kein Ende im Gelände. Danach muss man mal gucken, weil ich glaube zu BFA gibt es dann neue Trommeln, die auch recht billig sein sollen. Also ich kann es jetzt noch nicht wirklich bestätigen, es ist ja eh noch alles Alpha-Phase, aber ja, nutzt es auf jeden Fall aus, solange es noch geht. Naja, auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Wie immer, alle wichtigen Links sind unten in der Videobeschreibung. Bewertet gerne das Video, Abo wäre nett, lasst einen Kommentar da. Schaut bei René vorbei, wir haben jetzt vor einer Woche oder zwei haben wir ja unser neues Projekt gestartet, Road to 110. Da laden wir jetzt jeden Dienstag und Donnerstag neue Videos hoch, jeweils auf dem anderen Kanal. Einmal hier, also dienstags immer bei mir, donnerstags bzw. freitags bei René. Schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei, lasst da auch ein Abo da. Ja. Das war's eigentlich auch schon. Wie immer, viel Spaß beim Goldmachen. Tschüss und haut da rein. What the fuck passiert hier? Ich bin jetzt gerade erkältet und ich habe ein bisschen Fieber, aber ich sehe das, schon, oder? What the fuck?